Ja, mixen ist irgendwie Schwachsinn. Aber ich will jetzt auch nichts wegschmeißen. Wir können ja die Heiltränke vielleicht verbessern, oder? Ach, das war ja mit Früchten. Nee, die Mangofrucht will ich damit nicht verbessern. Obwohl, warte mal. Wenn ich so eine Krotte nehme, steht da eher. Was bedeutet das? Nee, wir machen das mal nicht. Regeneration. Ach so, dann ist das ein Regenerationstrank. Ja, komm, dann nehme ich jetzt einfach mal so einen Trank. Dann kann ich den wenigstens aufheben. Es wäre doch schade drum, das jetzt hier liegen zu lassen, nur weil meine Tasche voll ist. Das geht doch nicht. So, jetzt müssen wir hier wieder lang, genau. Und dann müssen wir hier lang. Hier zur Rastzone. Oh, guck mal, hier ist wieder so eine wunderschöne... Was will ich? Was mache ich denn da? So eine wunderschöne Blume. Da werde ich auf jeden Fall einen Samen pflanzen. Und zwar einen Mangokern. Halt! Hier hin! 62 haben wir. Ach, meine Tasche ist voll auch dafür. Oh, das ist aber schlecht. Dann werde ich auf jeden Fall mal eben hier den... Wieso ist meine Tasche voll? Insgesamt oder was? Komplett? Mission mit der Krotte. So, Mission mit dem Vieh. Okay. Und dann Mission. So. Was ist das? Katastrophenwolke. Okay. Können wir das jetzt aufheben, bitte? Nein, meine Tasche ist immer noch voll. Aber ich habe doch sonst jetzt nichts mehr. Ach, jetzt konnte ich das aufheben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wegwerfen. Ja, okay, aber ich will nichts wegwerfen. Ich glaube, ich esse das lieber auf einmal. Ah, komm, wir sind gefräßig. Wir futtern. So, wir futtern das ohne Ende. Hier ist schon wieder ein Händler. Ja, du willst mir nur was andrehen. So, Materie Feueramulett. Brand heilt um 50% schneller. Heiliger Kristall heilt im Kampf einmal 100 LP. Ja, den haben wir ja schon. Das Feueramulett kaufe ich jetzt definitiv nicht. Oh, da ist schon der Boss. Okay, dann würde ich sagen, es ist mal wieder Zeit, abzuspeichern. Wo war das jetzt? Hier. Speichern. Der nächste Bosskampf steht vor der Tür. Eieieiei. Na, dann wollen wir doch mal schauen. Wir können hier noch was verbessern. Das können wir leider nicht verbessern. Aha. Das Eisgeschoss-Ding könnten wir verbessern. Oder den Stich. Der braucht 70. Ja, dann nehme ich jetzt mal eben den Stich. Den werden wir bestimmt gebrauchen können. Dann haben wir den wenigstens verbessert. Nadelstich wurde verbessert. So. Okay, dann geht's los. Ja, wir wollen zum Boss. So, nandomo nogashi wa shinai. Nozomi wa kanawanu zo, Warukyuure. Watashi wo oizume you to kotae wa onaji.
Oh, ich habe das Gefühl, die wird so richtig böse jetzt. Eieiei, Velvet die Waldhexe. Okay, ich würde sagen, wir benutzen direkt mal ein paar Tränke für sie. Okay, noch geht's, noch geht's. Oh, Statuseffekt Brand. Du nimmst für eine bestimmte Zeit kontinuierlich schweren Schaden. Schnelles Bewegen verkürzt die Dauer. Schnelles Bewegen, schnelles Bewegen, schnelles Bewegen, schnelles Bewegen. Ach, komm schon. Na, geht doch. Todesdampf. Warte mal, ich muss zur anderen Seite gucken. Schicken wir ihr doch mal den Todesdampf, den wir da gemischt hatten. Wo war der denn? War das der? Ne, hier die Katastrophenwolke. Bitteschön. Sie ist auf jeden Fall nicht mehr gut dran. Oh, ich muss aber auch aufpassen. Na, super. Jetzt habe ich das da oben gemacht. Bin ich eigentlich doof? Oh, ich brauche unbedingt eine Heilung. Gib mir eine Heilung. Sehr schön. Da guckst du. Oh, sie will was machen. Au. Bin doch noch reingelandet. Hä, was? Boah. Da liegt hier hinten noch was. Hallo. Hier. Heiltrank. Ich würde sagen, ich kann ja auch mal so ein lustiges Windgedöns da schicken. Bitteschön. PP niedrig. Wow. Oh, 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 ich bin ja fast tot. Ich muss mich auch heilen. Schon besser. Habe ich gerade nicht aufgepasst, nicht so wirklich. So.
ich brenne hier immer. Wow! Oh, das habe ich zu spät gesehen, verdammt. Das habe ich zu spät gesehen. Ich habe noch gesehen, da kommt was auf mich zu. Aber so schnell. Ich glaube, ich muss hier nochmal was an den Kopf schmeißen. Was haben wir denn hier noch? Antidot, ganz viel. So viel Antidot brauche ich gar nicht. Hier, schmeiß mir irgendeinen Vulkan an den Kopf. Dann geht doch. Nein, nicht da rein. Da. Also die Steuerung manchmal. Sie geht voll in die falsche Seite. Jetzt muss ich mich schon wieder heilen. Okay, oh, was macht die denn da hinten? Ich habe keine Ahnung, aber es ist nichts Gutes. Sag mal, ich habe mich gar nicht geheilt, kann das sein? Dann war das kein richtiger Heiltrank. Nur so ein Regenerationstrank anscheinend. Was? Nein, das kannst du doch nicht machen. So, meine Liebe. So nicht. Das ist mein Heiltrank. Juhu! Wir haben es geschafft. Ich konnte sie gerade noch davon abhalten, sich nochmal zu heilen, ey. Warte! Zwei Tomo Tatakai o yameru no da. Otousama, naze koko e? Konna koto ni natte iru no dewa nai ka to kite mireba. Hōdai.二人は傷つけ合ってはならぬ。下がっておれ、グエンドリン。そして、これからの話に口を挟むでないぞ。ベルベット、一段と重さしが母に似てきたではないか。我が娘よ、なぜ私の邪魔をする。娘などと呼ばれたくありません。 私が何も知らないと思いですか。バレンタインとラグナ・ネイブル、二国の戦いの最中、あなたは王女であった母に身分を偽って近づき、還元で惑わした。そして母が身ごもると見捨て逃げたのです。母は敵の子を産んだために父王の怒りを買い処刑された。あなたのその手で殺したも同じこと。 それは違う、娘よ。わしらはお互いに何者か知らなかったのだ。逃げたのではない、引き裂かれたのだ。わしは本当に王女を愛していた。お父様、それごとは母を愛していたというのなら、そこにいる娘は何なのです。あなたなど父とは思いませんし、望みを叶える気もありません。 これはこれは、王を追ってきてみれば、とんだ修羅場。かつての敵国の女と、そのようなことが。ブリガン公。突然滅んだとはいえ、バレンタインは我らが仇敵。血で血を洗う戦いの最中に、王が敵の王女と通じ、駒で儲けていたとは。 いや、国民も、さぞ混乱するであろう。だが、わしは王の忠臣。口が裂けても他言はするまい。だが、例の釜の話はそれとは別だ。さあ、一緒に来てもらおう、魔女殿。力ずくでも釜は動かしてもらうぞ。<笑>魔法炉をどうやって止めたのか、鍵となるものがあるはずじゃ。魔女よ、命が惜しくば話すがよい。知ったところで、そなたたちにはどうすることもできません。コルドロンを制御できるのは、ティトレルという名の指輪。
指輪は今竜の元にあります。誰もがその名に震え上がる恐ろしい竜、ワーグナーの腹の中に。なんということじゃ。よりによってワーグナーとは。王よ、我が国にこれほどの仇を成した女をどうされる。コルドロンの魔力が使えねば、いずれ来たる最後の戦いはかつての悲壮なバレンタインとの戦いの再現になろう。兵や民に何と説明されるのだ。分かっておる。こやつの血を竜に捧げ、指輪を取り戻すのだ。魔女を生贄にする王命を。血で皆の憤りを抑えよう。おや、王は浮かない顔だ。何か魔女をかばわねばならないわけでもあるのかね。かつて我らを苦しめた国の娘と我が王の間に何か。ブリガン、お主。王命は告げられた。その魔女は生贄とする。チェリー。おいえ、wir haben schon wieder ein Phosonenprisma erhalten. Das heißt eine neue Fähigkeit. Juhu! Du hast Impulsangriff gelernt. Okay, was ist denn der Impulsangriff? Anleitung, Talente. Ich will erhöht den verursachten Schaden entsprechend der Länge einer Combo. Ah, ist eine passive Fähigkeit, wie cool. Die Talente wurden freigeschaltet. Diese verbessern den Charakter selbst. Kauf nun das Talent schnelles Gleiten. Okay. Muss ich? Eigentlich nicht einen anderen? Na gut. Wahrscheinlich muss man damit anfangen. Du hast schnelles Gleiten erworben. Talente kannst du mit Talentpunkten kaufen, die du erhältst, wenn deine Stufe steigt. Hiermit endet die Anleitung für Talente. Toll. Das sagen die mir jetzt. Schnelle Heilung. Ich glaube, das mache ich als nächstes. Boah, gibt ja mega viele Talente. Heilige Macaroni. Oh mein Gott. Na gut. Möchtest du den Spielstand speichern? Natürlich. Und dann machen wir weiter. Yeah! So, Kapitel 3. Ich frage mich, wie viele Kapitel es gibt in einem so einem Buch. So, wir sind wieder hier, aber ich glaube, ich werde jetzt nicht immer mit allen sprechen, oder? Ja, komm. Ja, da bin ich auch gespannt, wie er da noch mit umgehen wird. Mit der... Huch! Deine Truhe, du verfügst jetzt über dein eigenes Inventar. Du kannst entweder direkt darauf zugreifen oder mit einem Händler reden. Das Inventar kann 128 Gegenstände lagern und du kannst auf Dinge zugreifen, die du an einem anderen Ort hineingetan hast. Cool! Ah, dann könnten wir mal ein paar Antidote ablegen zum Beispiel. Wir haben nämlich da so viele von. Ah, Heilungstränke. Ja, ich denke, hier so ein paar Heilungstränke werden wir auch mal ablegen. So, wir werden bestimmt wieder eine ganze Menge finden. Ich werde noch ein Antidot wegtun, glaube ich. So, hier haben wir noch genug Platz anscheinend und hier auch. Ah, die Dinger können wir auch weglegen. Dann lege ich doch mal die weg, die nicht ausgerüstet sind. Welche sind denn? Achso. Ich denke, ich werde allerdings hier das hier wieder ausrüsten. Den Sternanhänger. Ne, Moment, das war jetzt falsch. Also das hier dann gegen... Was hatte ich denn? Kraftstein, ne? So.
Das heißt, die anderen beiden Sachen tue ich in die Kiste. So. Dann haben wir das in die Kiste getan. Dann gucken wir mal, was der Händler hier hat. Vielleicht hat der ja noch irgendwelche... was ist das? Ein Ei. Eine Kochzutat. Benutze es, um ein Küken auszubrüten, das du dann mit Samen großziehen kannst. Ein Küken? Kauf da mal eins von. Müssen wir mal gucken, wie das dann geht. Oh. Du nimmst weniger Schaden und wirst nicht zurückgestoßen. Schützt vor Statusveränderung Frost und halbiert Eisschaden. Alles klar. Aber ich denke, ich brauche da jetzt nichts. So, wie ist das jetzt mit dem Ei?